Präsident Andrés Manuel López Obrador ist mit dem Versprechen an die Macht gekommen, die Gewalt im Lande zu beenden. Doch tatsächlich ist seine eigene Regierung verantwortlich für eine weitere Eskalation der Gewalt. Mord, Folter und Verschwinden lassen nehmen weiter zu und bleiben völlig straflos. Besonders im Fokus sind die sozialen Bewegungen. Seit mehreren Tagen sind nun zwei Mitglieder der autonomen Regierung der Zapatistas, einer indigenen Bewegung in Chiapas, Südmexiko, verschwunden. Ausgerechnet in dem Moment, als sich Zapatistas im Rahmen ihrer Reise für das Leben eine Delegation von 177 Menschen nach Europa schicken. Die Zapatistas leben eine alternative Lebensweise, die weltweit bekannt ist, dass sie für Umwelt und soziale Gerechtigkeit gleichermaßen zu kämpfen und sich seit langem für Frauenrechte und LGBTQ+-Rechte einsetzen. Weil sie dem zerstörerischen Kapitalismus und dem unterdrückerischen Patriarchat die Stirn bieten, werden sie von paramilitärischen Strukturen der mexikanischen Regierung angegriffen. Die Zapatistas werden von dem 22.09. bis 9.10. in Deutschland sein, um die oft durch Mächte des globalen Südens verursachten Probleme im globalen Süden hier sichtbar zu machen. Deshalb muss eine solidarische Strategie von uns als europäische Aktivisten und Aktivistinnen darin bestehen, genau hinzuschauen und dagegen einzutreten. Gestern, heute und morgen gibt es in vielen Städten Europas solidarische Aktionen und eine formulierte Forderung, die unterschrieben werden kann, indem eine Mail an denuncias@viajeszapatista.eu diese geschrieben werden kann. Diese Mailadresse wird gleich da vorne neben diesem Plakat und neben diesen Menschen hängen. Das heißt, ihr könnt sie euch dann nochmal bitte runterschreiben und bitte unterschreiben. Und genau, ganz am Ende werden wir noch ein Solidaritätsbild mit Transpi zusammen machen und wer möchte, kann natürlich gerne solidarisch dabei sein. Dankeschön. Und wir haben jetzt eine kleine Hommage an Victor Jara. Wer kennt Victor Jara? Kennt ihr den? Wer war das?